heutzutage, wenn wir Zeitungen lesen, werden mehr betroffen, als wenn wir Koran lesen. Wenn wir Geschichten lesen, Zeitungen, Geschichten oder Serien sehen im Fernsehen, wir weinen und lachen die ganze Zeit. Das Beweis, das Lachen und Weinen ist Beweis dafür, dass unsere Herzen betroffen wurden von diesen Nachrichten, die wir gesehen haben oder die wir gelesen haben. Und da gibt es kein Argument, Yawm al-Qiyamah, oder kein, wie sagt man, Entschuldigung für Allah subhanahu wa ta'ala, warum eine vernünftige Frau, eine Frau, die einen Verstand hat, warum sie den Hijab nicht trägt, obwohl sie den Koran liest. Weil dieser Koran, Yawm al-Qiyamah, ob das für Brüder oder für Schwestern sind, für jeden Muslim, ist ein Argument entweder für dich oder gegen dich. Kommt darauf an. Und es ist eine Pflicht im Islam, für jeden Muslim, der nicht verrückt ist und der die Pubertät erreicht hat, dass er nach diesem Koran lebt. Dieser Koran ist ein Gesetz von Allah Jalla fi'ala. Wenn wir nach diesem Koran leben, wir werden erstmal nicht irre gehen. Erstmal, wir sind standhaft. Wir bleiben auf dem geraden Weg. Das ist unsere Rettung heutzutage. Rasulullah hat zu Sahaba gesagt, Sahaba, die Allah lieben, Sahaba, die Sehnsucht haben zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Geschichten von Sahaba beweisen es auch. Rasul sagt zu Sahaba, wer möchte mit euch, von euch mit Allah sprechen? Sahaba sofort, wie denn, ja Rasulullah? Die haben sich gefreut. Sagt, werft euch nieder. Im Sujud, im Niederwerfung, könnt ihr mit Allah sprechen. Sagt, wenn jemand möchte, dass Allah mit ihm spricht, oder zu ihm spricht, Sahaba sagt, wie denn, ja Rasulullah? Sagt, liest Koran. Da spricht Allah zu euch. Ich sage einen Vorzug von Koran-Rezitation. Derjenige, Abdullah al-Mas'ud sagt, radiallahu anhu, der Gesandte Allah sagt, derjenige, der eine Buchstabe vom Koran liest, er bekommt für jede Buchstabe 10 Hasanat, 10 gute Taten geschrieben. Er sagt nicht, sag nicht Alif, Lam, Mim eine Buchstabe, sondern Alif ist eine Buchstabe und Lam ist eine Buchstabe und Mim ist eine Buchstabe, sagt Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, wenn du Alif, Lam, Mim liest, hast du 30 gute Taten geschrieben. So einfach, das dauert manchmal ein paar Sekunden. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ungefähr so viel sind das, wie viele Buchstaben sind da? Ha? 19, das heißt, wie viel hast du? 190 gute Taten, wenn du nur Bismillah ar-Rahman ar-Rahim rezitierst. Allahu Akbar. Man sagt, man kann in vier Sekunden, kannst du eine Reihe vom Koran lesen. Und diese Reihe enthält zwischen 38 bis 40 Buchstaben. In 4 Sekunden. Und eine ganze Seite im Buch im Koran sind 15 Reihen. Das heißt, 4 Sekunden mal 15 sind wie viel? 60 Sekunden. Das heißt, in einer Minute kann man ganz locker eine ganze Seite lesen. Und 40 mal 15, wie viel sind das? Wie viel? 600. Das heißt, du hast 600 Hasanat. Gute Taten mal 10. 6000 gute Taten geschrieben in einer Minute. Wie viel verpassen wir in unserem Leben heutzutage? In einer Minute 6000 gute Taten geschrieben. Wenn du das jeden Tag tust, subhanallah, 6000 mal 30, ich weiß nicht, wie viel das ist. 180.000 Hasanat in einem Monat. Wenn du je eine Minute, in einer Minute, ja, guck mal, wie wertvoll eine Minute für einen Muslim, am Tag der Abrechnung, wir werden nach einer guten Tat suchen. An diesem Tag, wo kleine Kinder graue Haare bekommen werden. An diesem Tag, wo die Menschen das ganze Ellbogen reinstecken im Mund und beißen darauf vor Angst. Wirst du nach einer guten Tat suchen, du findest sie nicht. Bei wem suchst du? Bei deiner Frau, bei deiner Mutter, bei deinem Vater, die Menschen, die dich lieben. Die Menschen, die du liebst. Weil du hoffst, dass sie dir geben. Dann gehst du zu deiner Frau und sagst, meine liebe Frau, was für ein Mann war ich für dich? Sag mir, netter Mann, ein guter Mann, du hast alles für mich getan, du hast alles für mich gebracht, ich war glücklich mit dir, alles. Am Ende sagt er, okay, jetzt kannst du mir eine gute Tat geben? Die sagt, warum sagt er, eine gute Tat, sagt, damit ich vor dem gerettet werde, was du hier siehst. Sie sagt, nein, ich liebe dich, ist okay, Alhamdulillah, du warst nett, aber du kriegst keine gute Tat, weil ich genauso Angst habe wie du.